Moin, mein Name ist Alvos mit Nachbarn Wald. Ich bin auf einer kleinen Buschkrafttour unterwegs. Ja, ganz entspannt draußen, Natur chillen. Und jetzt hänge ich mir erstmal die kleine Hängematte auf, bevor ich mit euch darüber rede, was wir denn heute so machen. Ja, auf unserer kleinen Bushcraft-Tour heute, wie ihr schon gesehen habt, ist natürlich auch Sam dabei, ja. Ich habe mir meinen Hobo mitgenommen, um ein kleines Feuer zu machen. Die Waldbrandgefahrenstufe ist wieder runtergegangen. Ich werde mir einen kleinen Tee kochen. Ich werde ein bisschen in meiner Holzschale weiterschnitzen, die ich schon angefangen habe. Manche auf Facebook haben schon mal gesehen, dass ich damit angefangen habe, ja. Wer noch nicht folgt und gerne Hintergrundinformationen hätte, früher als andere, oder auch einfach mal Dinge, die ich in Videos nicht erzähle, einfach mal auf Facebook und Instagram folgen, da gibt es immer Bilder und so weiter und so fort. Außerdem zeige ich euch hier sozusagen meinen kleinen neuen Lieblingsplatz. Ja, wir quatschen noch ein bisschen über Bushcraft Camp, wie es da eigentlich überhaupt mal anfängt, weitergeht und solche Geschichten. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die wir so mal am Rand anschnacken. Ja. Aber der Tag ist auf jeden Fall hier zum Chillen da. Endlich mal wieder ein bisschen die Natur genießen, entspannt. Ja. Ohne große Ausrüstung, Erklärung oder sonst irgendwas. Also wer ein Ausrüstungsvideo sucht, ist hier falsch. Aber davon gibt es ja genug auch auf meinem Kanal. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Hier oben wie immer auf dem Ausrufezeichen. Und ansonsten lassen wir uns jetzt einfach mal gut gehen und ich sammle gleich erstmal ein bisschen Holz. Warte. Warte. Iss. Ich habe gerade kurz beim Hängematten-Brainstorming darüber nachgedacht, ob man nicht eine Bushcraft-Serie macht, ja, in der es nur sozusagen ums Teekochen geht. Und wir nennen sie dann Totally Tasty Tea Time Tour. Und jetzt tun wir noch echten Krustenkandis dazu. Den habe ich mir extra besorgt, ja, für Tee. Also richtig geiles Zeug. Ah, wie das schon aussieht. Guck mal her. Sam! Da, könnt ihr sehen? Richtig schöner Kristall. So, ich warte jetzt noch, dass der Tee ein bisschen abkühlt, weil der hat schon gekocht zwischendurch. Ja, ich habe ihn nicht schnell genug sozusagen vom Feuer genommen. Kochen ist immer nicht so geil eigentlich, aber ach, im Endeffekt, hier draußen einen schönen Tee mit geilem Krustenkandis zu trinken, ist schon was Feines. Aber ich wollte vorher mit euch über eine kleine andere Sache sprechen. Und zwar habe ich unten in meinem Keller Wein angesetzt, beziehungsweise Apfelwein. Ja, das ist ein kleines Projekt von mir, weil ich möchte mir so ein bisschen das selber machen können. Und deshalb habe ich damit angefangen. Auf Facebook kommen ab und zu Posts dazu. Ja, einfach mal unten in die Beschreibung gucken. Da findet ihr einen Link zu meinem Facebook-Profil. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich das Gesamtergebnis, wenn es denn positiv ausfällt, also wenn es überhaupt funktioniert und dann der Wein auch genießbar ist am Ende, soll ja Apfelwein werden, also ein relativ einfacher Fruchtwein sozusagen, dann wird ein Video kommen. Dieses Video wird aber nicht auf meinem Generation Outdoor Kanal kommen, weil ich meine, ich bin die meiste Zeit da im Keller, ja, also das wird auf meinem Mittelalter Kanal kommen. Das ist ein Zweitkanal von mir, wo ich relativ wenig poste, muss ich ehrlich sagen. Da kommt immer was, wenn ich gerade sozusagen Kapazitäten über habe. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auch mal unten einfach in die Beschreibung reingucken, ja, und dann könnt ihr zu dem Kanal kommen und den abonnieren. Da kommen, wie gesagt, nicht oft Videos, aber die Schale, die ich heute schnitze, ist zum Beispiel für den Mittelaltermarkt gedacht. Ja, die wird auch noch ein bisschen eingebrannt mit Lötkolben und der Apfelwein und ein paar Märkte besuche ich da. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal da vorbeischauen. Leute, dann wollen wir mal den Tee ein bisschen probieren. Er ist noch heiß, ja, aber ich denke, das geht. Mm-hmm.
Wunderbar, Leute. Ja, also wenn ihr besseren Tee haben wollt, als ihr sonst immer trinkt, dann nehmt richtig guten, originalen Krustenkandis, ja, so norddeutschen. Das macht Tee also nochmal deutlich besser. Ist sogar besser als Honig, finde ich. So, das hier ist meine kleine Schale. Klein ist gut, weil ihr seht, hier passen sozusagen schon zwei Fäuste rein und die wird noch größer werden. Ja. Ich habe noch eine zweite, die werde ich auch noch bearbeiten. Und die erste mache ich komplett von Hand. Ja, die ist für Mittelaltermärkte und solche Geschichten, für großes Essen. Ja, falls es mal Nudeltopf gibt, auch wenn natürlich Nudeln nicht, wie sagt man, authentisch sind für Wikinger und Nordgermanen und was es nicht alles gibt, und Kelten gibt es ja auch noch. Und ja, an der bin ich so ein bisschen am Schnitzen, am Rumarbeiten, halt von Hand. Und die nächste mache ich aber auf jeden Fall mit dem Gummihammer. Das macht dann vieles einfacher. Aber ich wollte so erstmal einfach nur so von Hand schnitzen. Und bis jetzt bin ich ganz gut vorangekommen, ist aber natürlich eine mega Arbeit, die auch ordentlich auf den Ellbogen geht. Ja. Also ich kann niemandem empfehlen, das von Hand zu schnitzen. Und ich sag mal so, ich hülle das immer weiter aus zwischendurch, wenn ich abends ein bisschen Zeit habe, ja, und wenn ich gerade nichts zu tun habe. Und dann chill ich ein bisschen und schnitz vor mich hin. Ah, fantastischer Tee, Leute. Salbei mit Krustenkandis. Ich möchte euch noch mal ganz kurz meinen sozusagen neuen Lieblingsplatz zeigen. Ja. Ihr habt davon schon Teile gesehen, zum Beispiel den kleinen Baumstamm da vorne, auf dem ich vor der natürlichen Fototapete sozusagen filme. Ja. Und dann habe ich hier so eine kleine Einkuhlung gefunden, wo ich dann an zwei Bäumen meine kleine Hängematte aufspanne. Ja. Es gibt noch einen Baumstamm zum Sitzen, also total praktisch und auch ordentlich abgelegen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Die Stelle hier ist abgelegen, aber nicht völlig abgelegen. Das heißt, ich habe schon noch in 100 Metern, sehe ich alle Stunde mal jemanden vorbeilaufen auf einem Weg. Ja. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil man muss ja auch nicht völlig drin sein im Unterholz, sage ich mal. Und ich habe halt hier so, ja, ich bin sozusagen direkt an der Kante zwischen Feld und dem Wald. Ich zeige es euch kurz. Da ist übrigens der Fototapetenbaumstamm. Und natürlich war ich auch schon unterwegs, den Wald hier zu erkunden. Ja. Wenn man hier die ganze Zeit an der Kante zwischen Feld und Wald weitergeht, dann kommt man so richtig in abgelegene Waldstücke, wo ich allerdings auch nicht mehr großartig buschkraften möchte. Da möchte ich auch nicht viel durchlaufen, weil das ist einfach so starkes Unterholz, dass man da A kaum langkommt. Und B, auch Tiere stören könnte, ja. Außerdem, wenn man die Kante dann hier weitergeht, ja, ganz zum Schluss kommt man gar nicht mehr großartig weiter, weil auf der einen Seite ist das dicke Waldunterholz, auf der anderen Seite fangen Apfelplantagen an, ja. Diese Felder hier werden zu richtigen Apfelplantagen, wo, ja, die ganzen Bäume rumstehen. Und hier in der Nähe gibt es halt auch direkt einen Apfelbauern, wo ich natürlich auch für meinen Wein den Apfelsaft gekauft habe. Die Geschichte ist eigentlich ganz sweet, ja. Die haben einen Hofladen. Ich bin da vorbeigejumpt mit dem Fahrrad, weil das nicht so weit weg ist. Ja. Und ich komme da rein und sage halt, ich hätte gern 50 Liter Apfelsaft. Da war so ein altes Ohmchen an der Theke. Ja. Und die guckt so auf mein Fahrrad und sagt so, 50 Liter Apfelsaft wollen Sie? Ja, ja. Ich komme da zweimal. Zweimal. Mhm. Sie hat nicht gedacht, dass ich es dann mitkriege. Ja, sie hat mich dann auch gefragt, ja, wofür brauchst du das denn? Ja, ich will daraus Apfelwein machen. Apfelwein? Ach, kann man das einfach so machen? Und dann hat sie sich erinnert, ja, ich trinke ja seit 27 Jahren kein Alkohol mehr, aber mein Mann hat damals auch immer Wein gemacht aus Früchten, nicht? Und dann bin ich am nächsten Tag, ja, mit dem Fahrrad hingefahren, mit meinem VD-Rucksack, ja, knapp 35 Liter und dann diese Plastikdinger aus diesem Bag in a Box oder so, wie das genau heißt. 5 Stück mitgenommen, nach Hause gefahren, wieder zurück, nochmal 5 Stück mitgenommen. Und ja, dann hatte ich 50 Liter zu Hause im Keller rumliegen. 50 Liter Apfelsaft für 65 Euro und der Apfelsaft ist direkt hier vom regionalen Bauern, ohne Gentechnik und so ein Schnickschnack, ja, und der schmeckt fantastisch. Also, ich bereue es nicht, aus Hamburg weggezogen zu sein.
glaube, ich mache noch mal einen kleinen Spaziergang, genieße ein bisschen die Natur und zeige euch das hier auch, ja. Ich werde mich jetzt mit meiner kleinen Gitarrele und meinem Rest Tee schön noch ein bisschen in die Hängematte fläzen, ja, und damit wird dieses Video dann langsam ausgehen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da und hier links und rechts oben wirst du dann gleich zwei weiterführende Videos finden. Einfach mal draufklicken, ja, zum Beispiel wie ich einen kleinen Becher schnitze. Hier unten auf dem Button, falls du mich nicht abonniert hast, kannst du mich dann später abonnieren. Einfach noch ein bisschen warten und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.